Hallo Leute, in diesem Video zeigen wir die einmaligen Bilder von einem Löwen und einer jungen Antilope in der Savanne Afrikas. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Was der Fotograf Adri in einem Nationalpark in Uganda auf Bildern festhielt, ist atemberaubend und unglaublich zugleich. Die teilweise brutalen, teilweise herzergreifenden Bilder fügte er in einer Fotoserie zusammen. Auf der einen Seite zeigt es die Löwen als Jäger, auf der anderen Seite jedoch auch als großzügige und liebevolle Wesen. Sie beginnen mit einem eher brutalen Akt. Zwei Löwen töten eine Antilope und fressen sie. Anschließend suchen sie bei einem nahegelegenen Baum Schatten, um sich zu erholen. Nur Sekunden später schleicht ein Antilopenbaby aus dem hohen Gras. Die Löwin bemerkt es als erstes und beginnt zu brüllen, um es zu vertreiben. Doch das Kalb bleibt stehen. Die nächsten Fotos zeigen das kleine Tier, das auf die Löwin zuläuft und sich zwischen ihre Beine drängt, als wolle es ihre Milch trinken. Eine so verwirrte Raubkatze hatte er noch nie gesehen, erzählte Fotograf Adri später. Als schließlich ein Parkranger auf einem Motorrad angefahren kommt, scheint das laute Geräusch die Tiere zu erschrecken. Also packt die Löwin das kleine Tier am Nacken und trägt es davon, als sei es ihr eigenes. Das war das Letzte, was Fotograf Adri von den beiden Tieren sah und auf den erstklassigen Bildern festhielt. Doch nur wenig später beteuerten auch andere Besucher des Nationalparks, dass sie das kleine Tier völlig unversehrt gesehen hatten. Seine neue Adoptivmutter schien sich sehr gut um seinen neuen Schützling zu kümmern. Ein solches Ereignis ist sicherlich eine große Seltenheit, doch nicht unmöglich. Eine weitere Geschichte ist aus dem Jahr 2002 bekannt, in der ein kenianischer Löwe namens Kamunyak nicht weniger als gleich 5 Baby-Antilopen adoptierte. Kein Wunder, dass der Name des Tiers der Gesegnete bedeutet. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als seien Antilopen aufgrund ihrer Fressfeinde eine gefährdete Tierart, muss man sich um sie weniger Sorgen machen. Löwen hingegen werden auf mehreren internationalen und unabhängigen Listen als gefährdet eingestuft. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass sie einfach so eine ausgewachsene Antilope jagen und töten können. Doch wie bei vielen anderen Tierarten auch, ist es der Mensch, der ihnen zunehmend auf die Pelle rückt. Was sagst du zum Thema Tierschutz? Findest du, dass das Thema Artensterben und der Tierschutz mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken sollte? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.